Ganz vielleicht sind meine Augen nicht. Wir haben Jetlag, beide. Aber wir können uns gerade noch auf der Straße behalten. Wir sind eben New South Wales, da ist die Zeitverschiebung eine Stunde, weißt du, bei denen. Die Stunde spürst du natürlich sehr schnell. Das hat gerade als ich die Tour umgestellt habe, hat es gerade Mühe gegeben. Voll Jetlag. Leider haben wir da auch nicht schönes Wetter. Wir fahren jetzt auf Muriwunderla. Und wenn es nicht geht, gehen wir auf Byron Bay. Nächster Stopp auf nach Lindenden ist dann Byron Bay. Das kann ich sagen, das ist das Einzige, was ich kann. Ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld. Oh mein Gott. Dude, what did you do, man? I don't know. Das ist was? So gemacht, also ja, mit dem Dingswell und dann ist er reingeritscht. Nein. Jetzt hast du alles. Nein, ich bin nicht. Ist schon so da, oder? Ja, was soll ich? Ja. I don't care. Das lass ich nicht so. Scheiße, ich mach das kurz. Nein. Wieso nicht? Nein, hör doch auf. gut. Nein, lass es so. Ist gut. Ah! Ich werde das auch so noch. Nein! Ich habe gesagt, irgendwann ist getraut, dass ich es so. Ich glaube, er hat es absichtlich gemacht, dass ich mit mir einen Partner-Look mache. Nein! Jetzt hat er endlich mal die Chance zu wissen, wie es aussieht mit einem 1mm Schnitt. Ich will keinen Millimeter Schnitt, ich will wirklich keinen. Also, ja, lass es so, das ist noch lustiger. It's better. Wenn du mal die Augen machst, nicht funny. Das ist nicht lustig. Schlechte Nachricht. Wie ihr alle wisst, ist der Jonas sehr Britney Spears Fan. Und er hat jetzt sich entschieden, dass er den gleichen Look machen will wie Britney Spears, einfach so zum Nähen bei ihr sind. Was meinst du, ist es das wirklich nötig, dass du nur weil du Britney Spears jetzt so eine Frisur machst? Ich sag nicht mehr zu dem Thema. Wir sind hier in Byron Bay, das Wetter ist super schön. Awesome. Es ist eigentlich auch schön da. Oh ja. Das ist im Fall dann der Jonas, nicht irgendein anderer. Sieht einfach anders aus. Sieht jetzt einfach lustiger aus. Da geht am Cape Byron, am Lighthouse. So, gute Nachricht. Der Jonas hat wieder Haar. Er hat ein bisschen zu lange zu Byron Bay gewesen, zwar, aber ich finde, es steht ihm. Yeah, man. Look, Bruder. Einfach mal. Nice dread. Cool. Seid ihr, wenn wir über Nacht Haar wachsen? Das ist gut. That's awesome. It is. Now he doesn't look ridiculous anymore. Awesome! I got some hair. Wir sind hier in Coffs Harbour. Jonas geht. Nicht Coffs. Coffs. Jonas geht nachher noch zum Coiffeur. Yeah. Wenn er sieht scheiße aus. Yeah. There's nothing he can do about extensions. Extensions. Schwarz. Geiles Schwarz. Wir sind jetzt von Byron Bay in Imbin hierher gekommen, machen Flotsurfing, wir bleiben immer kurz vor der Flut. Weil, was hat er gesagt? Ja, wenn wir jetzt auf Byron Bay wollen, von da
Oh, kommt nicht mehr auf, ist geflutet. Genau, ist auch wieder geflutet. Das heisst, ja, wir bleiben jetzt konstant einfach vor der Flut, hoffentlich. Das heisst, wir müssen morgen schon wieder weiter, weil es jetzt auch nicht wirklich besser aus. Und ja, auf jeden Fall haben wir noch eine Question, ein Riddle. Ja. Heisst das auf Deutsch? Ein Riddle. Ein Rätsel, genau. Oh. Und zwar verteilen wir wieder Punkte. Und zwar, wer wohnt in Nimbin? Richtige Antwort 2 Punkte, die lustigste Antwort 1 Punkt.